Jetzt erzählen wir euch was über die Olchis. Schnappt euch einen Zettel und einen Stift und malt doch einfach mit. Viel Spaß! Das ist ein Olchi. Ein Olchi hat Hörhörner. Er hört Ameisen husten und Regenwürmer rübsen. Die Knubbelnase riecht gern Verschimmeltes und faulig Stinkendes. Olchi-Haare sind so hart, dass man sie nicht mit einer Schere schneiden kann, sondern eine Feile braucht. Olchi-Augen fallen gerne zu, denn ein Olchi ist stinkefaul und schläft für sein Leben gern, egal ob es Tag ist oder Nacht. Olchi-Zähne knacken alles, Glas, Blech, Plastik, Holz oder Stein. In Schlammpfützen hüpfen die Olchis gern herum. Olchis freuen sich, wenn sie im Müll leckere Sachen finden. Sie essen und trinken am liebsten Scharfes, Bitteres und Ätzendes. Ein Olchi wäscht sich nie, daher stinkt er feinfaulig. Fliegen lieben die Olchis, aber ihr Mundgeruch lässt die Fliegen oft abstürzen. Olchis sind stark. Einen Ziegelstein können sie 232 Meter weit werfen. Im stinkigen Qualm fühlen sich Olchis besonders wohl. Auch Autoabgase atmen sie gern ein. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Damen und Herren, Kinder und Freunde der visuellen Medien. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich sitze im Auto. Das ist nicht mein Ford, sondern es ist unser zweites Auto, unser großer Pampers-Bomber, wo quasi die ganze Familie reinpasst. Und bei dem ist der Vorteil, der hat eine Anhängerkupplung. Denn für das, was ich vorhabe, brauche ich eine Anhängerkupplung und einen Anhänger. Fahr jetzt zu Annika, hol da den Anhänger ab und dann erfülle ich mir einen Traum. Ich habe vor circa 15, 17, 18 Jahren mit Terroristik angefangen. Quasi mit der Haltung von Reptilien. Und ich habe immer einen Traum gehabt und den erfülle ich mir jetzt. Als ich ein kleines Kind war, hatte ich Schiss vor Schlangen, da hatte ich Angst. Ich fand die gruselig und sowas und ich glaube, ganz viele Menschen auf der Welt haben ein bisschen Angst vor Schlangen. Aber trotzdem hat mich das Thema Schlangen immer interessiert und ich habe ganz viele Dokumentationen gesehen und ganz viele Bücher gelesen darüber. Und heute hole ich ein großes Terrarium ab, wo dann bald eine Schlange reinkommen kann. Wollt, müsst ihr natürlich wissen, dass ihr die ganz lange habt. Also man kann nicht einfach Tiere holen und sagt nach 2 Jahren, ich will das nicht mehr haben oder so. Ne?
So eine Kornnatter zum Beispiel, die kann bis zu 15, 20 Jahre alt werden. Das heißt, so lange muss man sich um das Tier auch kümmern. Problem ist nämlich, wenn man das Tier nicht mehr haben möchte und man hat keine Zeit mehr, wohin dann damit? Viele Leute verkaufen das Tier oder verschenken es an jemanden, der Interesse daran hat. Und manche Leute setzen das Tier einfach aus, was überhaupt nicht geht. Bei uns in Deutschland zum Beispiel ist das Wetter gar nicht so wie in dem Land, wo die Tiere leben. Da kann da was ganz Schlimmes passieren, und zwar gibt es dann invasive Tierarten. In Deutschland zum Beispiel gibt es mittlerweile Waschbären und Nilgänse und Schmuckschildkröten. Die wohnt in Florida zum Beispiel, in den Everglades. Aber manche Leute halten die als Haustier in Deutschland im Aquarium, und wenn die zu groß werden, passen sie nicht mehr ins Aquarium raus und dann setzen sie die aus, irgendwo in einem See. Aber der See ist viel zu kalt und dann sterben die Tiere. Mittlerweile wird es ja in Deutschland immer wärmer durch die Klimaerwärmung. Da haben sich die Tiere durch die Evolution anscheinend schon ein bisschen angepasst, was aber nicht okay ist. Oder Nilgänse, die sind einfach hier gelandet und haben gesagt, ach, hier ist es aber muggelig, hier bleiben wir. In Florida, in den Everglades, wo die großen Alligatoren wohnen, gibt es ein anderes Problem. Da ist es warm und da ist die Temperatur schön. Das bedeutet, die Leute, die sich da eine Python halten, so eine große Schlange, und die Schlange wird zu groß oder das Terrarium misst nicht richtig zu, dann haut das Tier ab. Und in dem Bereich in Florida kann das Tier überleben außerhalb vom Terrarium. Bei uns in Deutschland, wenn ich den Echo jetzt aus dem Terrarium raus auf die Wiese setze und lasse den frei, unsere Farbwatergame, wird er nicht lange leben, weil es ihm einfach auch viel zu kalt ist. Und diese Python, die kriecht dann durch die Gegend und frisst Eier von anderen Tieren zum Beispiel auf oder frisst Jungtiere, die sich dann nicht entwickeln können. Das heißt, die schadet dem Ökosystem da. Genauso wie ein Chamäleon, so wie unser Harald. Unser Harald, wenn ich den in Florida aussetzen würde, in einen Busch, der würde er wunderbar überleben. Und in Florida gibt es auch einen Bereich, da sind ganz viele Chamäleons, weil vielleicht mal 2, 3 ausgesetzt wurden, die haben sich dann vermehrt. Und dann gibt es quasi wie schon eine Chamäleonplage. Und vor Ort gibt es Fledermäuse. Und diese Fledermäuse, die sind jetzt kurz davor, dass es gar keine mehr gibt von denen, weil die keine Insekten finden. Denn die Insekten werden alle von den Chamäleons weggefressen. Da kommen jeden Abend Leute und sammeln Chamäleons aus den Büschen und bringen die zu einer Tierauffangstation. Also wenn ihr euch ein Tier haltet, egal was, ihr müsst damit rechnen, ihr müsst euch, solange es lebt, mit vollem Einsatz darum kümmern. Aber zum Thema Lebensraum gibt es noch was Cooles. Denn wir haben ja jetzt schon Lebensraum, Fluss, Wald etc. Aber so ein Steinhaufen ist auch ein Lebensraum. Da kann dann zum Beispiel eine Steineidechse einziehen oder sowas. Und da habe ich noch was Cooles vor. Das wird die beste Folge Kita TV. Denn ich habe noch was Riesengroßes organisiert. Riesengroße Steine lege ich mir dann erstmal vor die Haustür. Und dann gucke ich mal, was ich damit mache. Ob ich irgendwo eine Steinmauer in den Hang setze oder sowas. Da muss ich dann mal schauen. Ist kaputt. Ist halt so, kann man nichts machen. Ich bekomme von meinem Firmenpatenonkel Michi ein paar Bretter und dann kann ich das aus Holz einfach nachbauen. Das zeige ich euch dann.
Jetzt bin ich unterwegs und hole die Steine ab für den Garten, wo sich kleine Tiere auch einnisten können. Und weil die Steine so schwer sind, habe ich mir ein bisschen Unterstützung organisiert. Große Steine und die laden wir jetzt alle vorne in die Schaufel vom Bagger und dann schmeißen wir die auf den Hänger.